Das Kipu hat nicht nur als Schriftersatz, sondern auch als Rechenersatz gehalten. Leider ist es dann sehr schnell ausgestorben, man weiß nicht ganz genau, aber es sind so Schnüre gewesen, mehrfarbige Schnüre verknüpft miteinander. Die Farben haben scheinbar darauf hingewiesen, was für Sachen das gewesen sind. Und Knöpfe sind eigentlich schon das Dezimalsystem gewesen, in einer gewissen Form. Damit Sie daheim auch noch wissen, was das andere war. Das Quagga war eine ausgerottete Pferdeart und das Kanun wären alte arabische Zittern. Also so wärst du mit Kuh. Unser letzter Hinweis für Damen, nochmal zum Thema Zeichnen. Und da geht es konkret um ein Zeichen, um ein Abzeichen, um ein Wappen. Haben Sie das Gefühl, wenn es um Wappen geht, wissen Ihre Partner Bescheid? So als Lehrer müsst ihr doch ein bisschen etwas wissen. Ich hat auch anderes gedacht und hat das Schnüffeli schön büschelt. Steht Ihr Schnüffeli nicht richtig? Nein. Vorne mit dem Rüssel vielleicht oder so? Jawohl, genau. Und Folgendes wollen wir wissen zum Thema Wappen. Und der erste, das mal zum Raten, wäre der Jakob. Wer trägt das? Links. Links, das wäre der Militärarzt. Ja. Herr Neff. Mitti. Mitti, das wäre die Freimaurer. Herr Fankhauser. Rechts. Rechts. Sang et feu, also Blut und Feuer, das ist die Heilsarmee, die das im Wappen hat. Eine religiöse, eine Mischung zwischen religiöser Arbeit und sozialen Einrichtungen, seit über 100 Jahren in der Schweiz tätig. Sie kennen es natürlich alle von Frühlings- und Herbstsammlungen oder von den weihnachtlichen Topfkollekten. Es ist natürlich viel mehr. Es sind Herbergen, Heim, Krankenpflegestationen, Brockenstuben. Ich habe mich das alles aufgeschrieben, das ist wirklich interessant. Katastrophenhilfe auch im Ausland. Es sind weltweit knapp 3 Millionen Menschen, die sich da engagieren. In der Schweiz sind es ungefähr 5'000 Freiwillige, die mitmachen. Und übrigens, im obersten Rang, an der Spitze, im Rang eines General, ist seit 1986 weltweit eine Frau. Sie ist Australierin und in der letzten Woche gerade da war in der Schweiz eingeladen zum Auffahrtskongress. Und wir werden jetzt schauen, wie viele Punkte haben wir gesammelt in der ersten Runde. An der Spitze haben wir Stickelbergers mit 8 Punkten, knapp gefolgt von Vandenberg Fankhauser mit 7 und Lehrer und Verkehrsdirektorin mit 4. Noch keine grossen Abstände, also noch alles offen, parat für das zweite Spiel. Und ich Sie dazu bitte die Brille anzuziehen und ich darf Sie bitte Notizpapier führen. Wie ist das so in der Schule? Sagen wir, jetzt gibt es Prüfung, oder? Nehmen wir das Blatt Papier für. Prüfungsheft oder Blatt Papier? Ja, bei uns ist das also und nicht dann so. Kommt stöhnen. Und dann kommt stöhnen. Sie wissen es ja meistens vorher. Eben, bei uns weiss man ja das auch, oder? Es geht in dieser Runde ja ums Erkennen von geheimen Wünschen vom Partner. Und da haben wir meistens ein Geschichtli, auch das mal. Die Faszination von der Zirkuswelt, also von Manege, Show, von Varieté, die ist eigentlich unabhängig von Alter, unabhängig von Geschlecht und auch von Wohnort. Jung und alt, überall auf der Welt, freuen sich immer wieder an einen Haufen Kunststückli. Und darum haben auch wir drei Vertreter von diesen besonderen Berufen mal zu uns im Traumpaar-Zirkus gebeten. Zu uns fragt, was haben Sie das Gefühl, wer Ihre Partnerin am liebsten, wenn Sie eine Rolle aussuchen würden, was wird sie gerne können? Von diesen drei Möglichkeiten notieren Sie bitte das Stichwort, nicht der Platz, wo es ist, sondern ein Stichwort, wo klar ist, was gemeint ist. Was wollen Ihre Partnerinnen gerne können? Und wenn Sie es notiert haben, kehren Sie es bitte um. Und dann sehen Sie bitte so aus, als ob Sie kein Wässerli könnten trüben. Dann jetzt möchte ich die Damen bitte brüllen ausziehen. Und auch mit Ihnen einen Blick zu wagen in unsere Manege. Bühne frei für Zirkusbrühe. Wie sieht es aus, Frau Andres?
eben das recht mit diesen drei Druckchen. Das mit diesen drei Druckchen. Der Jongleur würde Ihnen noch passen. Jonglieren wollen Sie können. Was hat der Herr Neff tippet? Was will Frau Andres können? Jongleur, ausgezeichnet. Frau Vandenberg, wie sieht es aus? Sie möchten auch können jonglieren, so mit den Teller oder so. Herr Bankhauser, zaubern! Oh, zaubern hat er gemeint, sei ihr grosser Wunschtraum. Ja, Ende Monat wäre zaubern noch gut. So. Das habe ich auch gemeint. Gut, keine Übereinstimmung. Frau Stickelberger. Ich möchte auch jonglieren. Sie möchten auch jonglieren? Hast du das erraten? Jawohl, jetzt kannst du das noch umrühren und dann kommt es richtig oben runter. Ja, nein. Was muss ich? Wer hätte es können lesen, glaube ich. Oh, excuse, es tut mir leid, Ah ja. Jonglieren! Und keiner hat wollen gelohnt sein. Jetzt ist er gerade ein bisschen traurig, unser Lohn. Wir bedanken uns aber ganz herzlich bei den drei Herren, die den Spass mitgemacht haben, auf ein anderes Mal irgendwo in einem Zirkus. Danke vielmals. Und wir schauen einmal den Punktbestand an. Zweimal hat es Übereinstimmung gegeben, nämlich bei Neff Andres und bei Stickelbergers. Und damit auch ein neuer Punktbestand. Es bleibt also nach wie vor spannend. Und auch hier in der dritten Runde. Der Mai, der gilt ja auch ein bisschen als Wonnemonat. Also die Zeit, die speziell harmonisch und freudvoll sein soll. Ob es davon auch bei Skiflos daheim etwas merken, das ist allerdings bezweifeln. Und eigentlich gerade im Moment ein bisschen schade. Denn heute wären sie eingeladen an einen Anlass, wo es immer ganz besonders harmonisch und liebenswürdig zugeht, an ein Familienfest. Ob Skiflos sich darauf freut, das sehen wir jetzt gerade. Adam und Eva Kiefler. Und wenn Sie zum Ausgang bereit sind, gebe ich die Runde frei zur Runde 17. Wir hoffen, dass sie ewig bleiben. Die schöne Zeit der ersten Katastrophe. Liebe! Nein, eine Katastrophe ist es mit dieser Krawatte. Der Knopf wird immer schräg. Ach, jetzt unterbricht doch nicht ewig. Jetzt haben wir doch für heute Abend das Gedicht einmal durchmachen. Also ich habe gar nichts wollen. Aber wenn du etwas willst... Dann hast du überhaupt nichts mehr zu wollen, ja genau. Also los jetzt. Gugus Idee von dir. Kann man noch hochsig gegen ein Gedicht aufsagen. Kommt mir vor wie ein Drittklässler. Ja. Aber einer, der schon 10-mal hocken geblieben ist. Kannst du nicht einmal die paar Versli merken, du? Klar, Hanni. Wir hoffen, dass es ewig bleibe, die schöne Zeit der ersten Liebe. Fertiger Käse, den du da zusammendichtet hast. Tretet in den Ehestand, geht durchs Leben Hand in Hand. Das ist ein Blödsinn. Was ist jetzt an dem Gedicht wieder nicht recht? Durchs Leben Hand in Hand. Hat jetzt also wirklich nichts mit der Wirklichkeit zu tun, he? Was hättest denn du geschrieben? Fuß in Fuß. Also, kommt jetzt das Gedicht? Tretet in den Ehestand. So ein Quatsch. In Ehestand tritt man nicht, da trampen wir rein. Das weiss ich auch, aber das reimt sich leider hinten und vorne nie. So? Nicht. Schleppt sie dich auf Standesamt, bis du schon ein paar rein trampt. Soll ich dir helfen, Krawatte binden? Ah ja. Das ist nämlich eine ideale Methode. Ah ja, was für eine? Einfach so, an beiden Enden ziehen. So, sagst du jetzt endlich das Gedicht. Tretet in den Ehestand, geht durchs Leben Hand in Hand. So, jetzt kommst du aber du dran. Wir wünschen euch viel Glück und Freude und alles Gute für euch beide. Beide. Über eurem Eheleben sollen 1000 Englein schweben. Sag mal, hast du das alles allein gedichtet? Ich denke schon. Ja, dann solltest du dich mal um den Wasserhahn in der Küche kümmern. Der muss auch gedichtet werden. Ach, wie herrlich ist die Ehe. Immer in des anderen Nähe. Weil es doch nichts Schöneres gibt. Als wenn man gescheiter ledig bleibt. Hör doch mal mit diesen saublöden Witz auf. Ein Hochsieg ist nicht zum Lachen, oder? Ja, also da hast du zur Abwechslung mal recht. Ja.
meine, wenn man so plötzlich geheiratet ist, das ist doch etwas Ernsthaftes, oder? Ja, da hast du jetzt gerade noch mal recht. Ja, ernst ist es und haft ist es auch, lebenslängliche. Also, ich lasse mir von dir das Hoffnung nicht verderben. Hast du mir schon mein eigenes verdorben? Ja, warum? Weil du ja gesagt hast. Ja, also. In der Rolle von Adam und Eva Kiesler, Ursula Schäppi und Walter Andreas Müller. Und wir wünschen natürlich selbstverständlich trotzdem noch einen vergnüglichen Abend am Familienfest. Für alle die von Ihnen, die Spass haben daran, an mich zu beobachten, wie Adam und Eva Kiesler so ihren Ehealltag meistern, habe ich einen guten Bescheid. Der Handel ist aktiv worden auf viele Anfragen. Hier gibt es jetzt auch das Alttraumpaar Kiesler, Adam und Eva Kiesler, auf Platten und Kassetten. Man muss also nicht mehr selber kiefeln, man lässt jetzt kiefeln, wenn man einmal daheim in diese Situation kommt. Was wir jetzt gerne wissen möchten, ist ganz einfach, wem stinkt es mehr, wer geht weniger gern an Familienfest? Sind das eher die Männer, die da so ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, oh, nicht schon wieder eins, oder sind das eher die Frauen? Ich darf Sie bitten, das auf der Insel partnerschaftlich miteinander zu besprechen und darf Sie bitten aufzuschreiben. Und in dieser Zeit würden wir zu diesem Thema abstimmen bei uns. Familienschlauch. Wer geht da weniger gern? Männer oder Frauen? Bitte drücken Sie jetzt! Ganz ein klares Verdikt, wer da sich amigs schwer tut mit Familienfest, wenigstens bei uns im Studio. Abgestimmt wurde 16 zu 2, Männer 16 Mal, Frauen 2 Mal. Ist das tatsächlich so? Das möchten wir schauen, wie ist tippet worden für das Team Nef Andres. Auf die Männer tippet worden, die tägen sich scheint tatsächlich schwer, das gibt 16 Punkte. Auch für das Team Vandenberg und Fankhauser auf dem Mann, er steht auch noch Kopf, aber man kann es gut lesen, ist kein Problem. Jetzt stehen wir ein bisschen auf. Auch sie haben auf die Männer tippt und auch bei Stickelberger sind es Männer, die sich schwer tun, offensichtlich. Stimmt das auch in der Realität, Frau Stickelberger? Ich glaube es ja. Was stinkt denn dann? Ja gut, bei dir ist es wahrscheinlich etwas anderes. Du musst ja mit Gitarre führen, an Familienfesten und ähnliches. Das ist nicht. Ich glaube, es liegt mehr. Das liegt bei uns. Also ich glaube, es ist eine Chromosomenfrage. Eine Chromosomenfrage? Jawohl. Sie sehen, wie sich eine Sendung entwickeln kann. Wir stecken schon halb in Menschentechnik, Wissenschaft und medizinischem Ratgeber. Wir bleiben aber, glaube ich, bei den Punkten. Schauen mal, was es gegeben hat. Je 16. Das sind ein Haufen Punkte, aber in sich ist es gleich geblieben. An der Spitze nach wie vor Stickelbergers, gefolgt von unserem Single-Team, Nef Andres. Und das erste Paar, das am Baum pflücken darf, wäre in dem Fall Frau Vandenberg und der Herr Fankhauser. Darf ich Sie gerade bitte mit mir mitkommen? Wir haben ja hier wieder 25 Herzen. Und damit auch das wieder einmal erklärt ist, hinter jedem Herz befindet sich der Name, die Adresse von einer kleinen sozialen Deutsch-Schweizer Institution, von einem sozialen Hilfswerk. Die werden austauscht, im Ganzen sind es über 250, die da berücksichtigt werden. Ich darf Sie bitte eine zu pflücken, ein Herz oben abzunehmen. Das in der Mitte, das Herz in der Mitte. Und das bedeutet, 500 Franken gehen auf unsere Rechnung, aber in Ihrem Namen, an die Schweizerische Psoriasis-Gesellschaft, Postfach 49 in Zürich. Ich nehme an, da wissen nicht alle Bescheid, was es ist. Das ist eine Krankheit, die ein mühsam ist, Vereinigung aller von Psoriasis betroffenen Schuppenflechten. Das sind also so Krankheiten, die man sonst nicht so kennt. Oder sonst wie an ihrer Bekämpfung interessierten Einzelpersonen und Firmen. Die werden da damit unterstützt. Freut sich sicher, dass sie auch mal Erwähnung gefunden haben. Für sie habe ich Traumpaar Anhänger und Traumpaar Nadeln in Bronze. Als Zeichen, dass sie dabei sind. Und herzlichen Dank Ihnen auch, selbstverständlich. Wenn wir schon alle Traumpaar Kieflers erwähnt haben. Sie brauchen sie ja nicht seit 11 Jahren. Friedvoll. Sie leben ja nicht zusammen. Ich glaube, das ist seinerzeit auch wegen der Kinder gemacht worden. Ja. Sie sind in verschiedenen Kantonen und mit je 3 Kindern wäre das ein bisschen schwierig gewesen, bei der Umstellung her. Ja. Schon von Schule und alles. Und das ist problematisch. Und jetzt warten Sie langsam drauf, bis die Jungen ausziehen und dann... Sie sind dran. Ja, ja. Also mal lernt alle Grüße. Es ist ja eigentlich noch schön, wenn man so mit 6 Kindern unterwegs ist, glaube ich, zusammen. Ist das immer lustig gewesen, ja. Wenn wir in die Ferien sind, sind wir immer als grosse Familie bewundert worden. Einmal waren wir zu dritt in der Ferien, da sind unsere Freundin noch mitgekommen. Und jedes war verwittert, jedes hat 3 Kinder gehabt. Da waren wir ganz unten in Jugoslawien, wo es Muslime sind.
Und dann, wenn wir auf der Merit sind, dann haben die Merit-Männer uns immer bewundert. Und alle ab und zu ist einer gekommen und mich gefragt, alles deine Kinder? Und ich habe die einmal in die Kammer gestellt und gesagt, jawohl. Und dann, ein Mann, zwei Frauen, neun Kinder. Ja, dann haben die angefangen rechnen, oder? Dann hat zwei Frauen und neun Kinder. Dann muss doch Geld haben, oder? Und dementsprechend sind die Preise auf. Sie haben wieder Werbung gemacht fürs Bundesamt. Der muss Geld. Der Bund muss sparen. Ja, das muss man so sagen. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie mitgespielt haben. Wie immer, Sie wissen, einen Tausenden Applaus begleitet Sie auf Sofa. Besten Dank.